Hallo zusammen, der Simme hier von Pyrox Games. Ich begrüße euch wieder einmal zu einem weiteren Grundlagen-Tutorial zu Eve Echoes. Und heute in diesem Guide dreht sich alles rund um Ausrüstung. Ja, also ich habe mir hier mal meine Vexor Trainer geschnappt und möchte euch anhand dieser einmal so ein bisschen erklären, was im Prinzip, was man wissen muss. Gerade bei Anfängern, die wissen nicht so richtig, was mache ich denn jetzt überhaupt und wie rüste ich denn was aus und worauf muss ich denn achten und was bedeutet das überhaupt für mich. Und deswegen möchte ich jetzt hier in diesem Guide mal so ein bisschen erzählen, was sind High-Slots, was sind Modifications, was ist Energiespeicher, was ist, gut, DPS werdet ihr wahrscheinlich wissen, aber viele, viele andere Dinge, die man einfach im Hinterkopf haben muss, wenn man ein Schiff zusammenstellt, denn einfach nur zu sagen, oh, da ist jetzt mein Schiff und hier, einfach reinklatschen und irgendwann ist das Ding voll und man fliegt damit los und wird abgeschossen und wundert sich dann, warum das auf einmal denn schief gegangen ist. Das passiert sehr, sehr vielen und das ist auch wie alles andere in Eve Echoes auch natürlich sehr, sehr schwierig grundsätzlich, das irgendwie mal auf die Kette zu kriegen. Deswegen dieses Tutorial. Ich habe überlegt, womit fängt man jetzt am einfachsten an? Und es ist tatsächlich am einfachsten, bevor ich jetzt hier auf irgendwelche Details angehe, hier Verteidigung oder auf Energiespeicher oder was auch immer, das kommt gleich. Also quasi mit der rechten Seite, ja, beschäftigen wir uns erst später. Jetzt geht es erstmal um den linken Teil, also um das, was jetzt hier, hier oben drumherum ist. Alles, was irgendwie mit High Slots, Low Slots zu tun hat. Und genau, also wir fangen einfach mal an. Jedes Schiff besitzt Slots. Und zwar quasi 4 verschiedene Slots plus 2 verschiedene Slots für Modifikationen. Es gibt sogenannte High Slots, die sind erkennbar. Unter anderem, wenn ich das jetzt hier mal rausnehme, sind die erkennbar. Das sind hier diese High Slots, das sind die mit den 3 grünen Balken, mit diesen 3 Strichen hier. So, das sind die High Slots, ne? Steht dann sogar auch, also steht sogar dabei hier High Slot, ja? Also das heißt, also wenn ihr irgendwo diese 3 Zeichen seht, dann sind das High Slots. So, jetzt muss man natürlich gucken, dass man ein Modul hat. Man bekommt natürlich auch hier nur eine Auswahl der Module, die man da auch ausrüsten kann. Das ist grundsätzlich schon mal ganz gut. Das heißt also, man kann da nicht viel verkehrt machen. Aber wenn man zum Beispiel wissen möchte, okay, ich habe einen Ausrüstungsgegenstand im Markt, wo packe ich den denn rein, was kann ich denn damit machen, ist halt immer links oben in der Ecke immer das Symbol. So, dann rüstet man das Ding aus. Et voilà, passt. So, dann gibt es den Mat-Slot. Das ist hier der in der Mitte, der Mid-Slot, der mittlere Slot. In dem sind vornehmlich sogenannte E-War-Module vorhanden. Also Nosferatus. Nosferatus saugen dem Gegner zum Beispiel Energie ab und transferieren sie auf das eigene Schiff. Webifier, um andere Spieler oder Schiffe zu verlangsamen. Es gibt auch Warp Scrambler, Warp Disruptor und viele andere Dinge auch. Also alles, was mit Electronic Warfare zu tun hat, also kurz E-War, alles, was irgendwie mit Behinderung oder Schädigung des Gegners zu tun hat, das kommt alles in den mittleren Slot. Aber es gibt hier auch noch eine Besonderheit, und zwar gibt es hier auch noch Drohnen-Slots. Es gibt sehr, sehr viele Schiffe, die haben diese sehr speziellen Drohnen-Slots. Und um das mal zu zeigen, wie dieser Slot aussieht, ja, das ist dieser Kraken hier, dieser Greifarm, ja, dieser Baggerarm, womit man was rausgreifen kann. Ja, also sieht man dann ja auch immer oben, das sind immer die Drohnen, das heißt also, die kann man hier ausrüsten und nur hier. Also es ist nicht wie bei Eve Online, da ist es nochmal ein bisschen anders, also es sind hier explizite Drohnen-Slots, die man hier zur Verfügung hat, die man da entsprechend ausrüsten kann. Und genau, die sind quasi immer noch zusätzlich mit dabei, aber die Drohnen selbst findet man, wenn man sie im Markt sucht, halt auch unter den Mid-Slots mit dabei, weil sie sind halt in diesem mittleren Slot. Dann haben wir hier unten die Low-Slots und in den Low-Slots ist im Prinzip alles, was irgendwie mit Verteidigung oder Boosten oder Utilities zu tun hat, also irgendwelches Zubehör, was man hat. Also wir haben hier Armor-Wrapper, Shield-Wrapper, Shield-Extender,
Capacitor Batteries, um euren Energiespeicher zu pushen, irgendwelche Ballistic Controls, Tracking Computer, was euren Schadensoutput erhöht. Also alles, was irgendwie eure Schiffswerte letzten Endes irgendwie verbessert, in irgendeiner Form, findet ihr alles hier unten in den Low-Slots. Und da fängt es dann langsam schon an, ein bisschen kritisch zu werden. Denn anders als es zum Beispiel bei EVE Online ist, wo viele von diesen ganzen Tools wie zum Beispiel Armor Repairer oder auch Shield Repairer oder Shield Extender oftmals in den Mid-Slots zu finden sind, sind sie hier in Echoes alle in den Low-Slot gewandert und bieten in den meisten Fällen neben einem passiven Effekt auch noch einen aktiven Effekt. Ja, zum Beispiel hier, gucken wir mal MK5 Drone Navigation. Wenn man sich den anschaut, gibt es hier einmal eine Anpassung der Fluggeschwindigkeit. Das ist ein passiver Effekt, 70,58%. Aber es gibt hier auch noch eine Aktivierungszeit von 10 Sekunden. Und ich merke gerade, das ist natürlich ein furchtbar schlechtes Beispiel gerade. Wo haben wir es denn? Hier, Magnetic Field Stabilizer. Entschuldigung, das war ein doofes Beispiel. Also ein passiver Schadensbonus, genau. Und es gibt hier den Schadensbonus bei Aktivierung. Das heißt, der ist, wenn er aktiviert ist, ist er nicht 5%, sondern 6,49% und zwar für 20 Sekunden. So. Das sind Module, die befinden sich halt unten in den Low Slots. Also alles, was irgendwie euch passiv oder aktiv irgendwelche Boni verteilt. So. Dann gibt es, hatte ich gesagt, gibt es hier den Schraubenschlüssel, das sind Modifikationen, sogenannte Rigs, Modifications oder wie auch immer man es nennt, in EVE Online sind es Rigs. Und das sind sehr spezielle Modifikationen, die man nicht rückgängig machen kann. Also man kann sie tatsächlich einmal eingebaut nicht wieder rückgängig machen und das heißt, man muss ein bisschen vorsichtig sein, was man tut, denn zum einen, wenn das Schiff platzt, gehen sie kaputt. Und zum anderen sind die Dinger echt arschteuer, um sie mal eben kurz auszuprobieren. Ja, und wenn man eine Modifikation für 8 Millionen da einbaut, dann stellt man fest, ach, scheiße, ich habe hier ein Armor-Tank-Schiff und kein Shield-Tank-Schiff. Das erkläre ich aber auch nochmal in einem anderen Tutorial, was das letztendlich ist. Und muss diese Modification rausnehmen, dann wird sie dabei zerstört und dann hat man 8 Millionen halt verbaselt. Also muss man da ein bisschen vorsichtig sein, was man da tut. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Modifikationen. Es gibt einmal hier die Stromnetzmodifikation. Da ist im Prinzip alles drin, was irgendwie, ja, ich sag mal, Utility-mäßig ist. Also das, was man sonst so in den Low-Slots irgendwie hat. Ja, wir haben hier zum Beispiel einen Algit Railgun Administrations Unit Prototyp, also das, was man aus den täglichen Belohnungen zum Beispiel bekommt. Das ist eine Anpassung des Stromnetzbedarfs von minus 7,5% für Railguns. Explizit steht das damit dabei. Also das heißt, diese Sturzmodifikation wurde entwickelt, um den Stromnetzbedarf der Railguns zu reduzieren. Was jetzt ein Stromnetz ist, erkläre ich euch dann auch nochmal. Also Stromnetz ist, eigentlich hätte ich mir das Ding nicht holen können, da habe ich mich leider ein bisschen verguckt. Aber was zum Beispiel ganz nett ist, das sind solche Sachen wie Auxiliary Nano Pump zum Beispiel für Armor Tanks, also sowas wie Galanti-Schiffe, ne, Vexor und sowas. Panzerungsreparaturbonus 12% passiv. Ja, und das ist einfach drauf und ist dann halt, wie gesagt, komplett drauf. So, muss man dann aber, wenn man sagt ausrüsten, dann kommt dann noch die Warnung, ne, dann wird die Modifikation, wird nach dem Ausrüsten wird zerstört, wenn man sie rausnimmt und so weiter. Also da eine Warnung, die vorher ist, da drücken wir sie mal abbrechen, das rüsten wir jetzt nicht aus. Das ist mir die Trainer tatsächlich nicht wert, muss man dazu sagen. So, und dann gibt es hier auch noch die mechanischen Modifikationen. Und bei den mechanischen Modifikationen, das sind dann eher mehr so die, das sind die Ingenieurs-Modifications, die auch im Markt stehen. Da haben wir dann hier zum Beispiel für Mining Laser oder für euer Energiegitter oder so, solche Sachen. Also solche Sachen, die eure Schiffswerte quasi irgendwie verbessern. Also da an der Stelle oder Module verbessern. Und das andere sind dann halt eher so die Kampf Modifikation, wenn man so möchte. So, das sind grundsätzlich die Slots, die man hat und jetzt geht es quasi ans Eingemachte. Da hätte ich jetzt auch ein ganzes Video wahrscheinlich noch zu machen können, da noch viel, viel mehr zeigen können. Aber jetzt geht es mal im Groben, also ich werde es versuchen, so kurz und so untrocken wie möglich zu versuchen, hier einmal durch die Werte zu gehen und euch zu erklären, wie sich was zusammensetzt und genau. Also, das eine, was ihr habt, ist die Angriffsfähigkeit eures Schiffs in DPS, also für alle, die nicht aus dem Sektor MMO kommen, DPS, Damage per Second, also Schaden pro Sekunde.
sind in meinem Falle 171,91, ist beeinflusst durch viele, viele verschiedene Sachen, von der Bewaffnung, von euren Skills und. Und ihr habt immer hier, was ihr für Waffen drauf habt, für Batterien zum Beispiel, also hier in dem Falle die Batteries mit 66 DPS, das sind meine beiden Railguns. Lenkwaffen habe ich nicht drauf, also keine Raketen oder sowas. Und Drohnen, die auch noch mit dabei stehen. Mit einer Orbitgeschwindigkeit bei Drohnen ist das sehr wichtig. Hier optimale Reichweite sind 25 Kilometer. Auch das kann man verändern. Also alles, das ist die sogenannte Drohnenkontrollreichweite. Und 25 Kilometer kann ich meine Drohnen rausschicken und die machen dann 105,74 DPS Schaden. Und dann komme ich halt in der Summe auf diese 171 Schaden. Wo steht das jetzt Ganze? Wo kann man das nachlesen? Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Railguns drauf. Einmal meine Flintlock Medium Riffle Railgun, die hat jetzt DPS 36,45. Und im Vergleich dazu hier meine MK5 Medium Riffle Railgun, die normale, die hat nur 29,72 DPS. Also sind da nochmal satte 7 Schaden pro Sekunde mehr. Das macht sich tatsächlich im Endeffekt bemerkbar beim Schadensoutput, weil alles Quäntchen an Schaden mehr ist natürlich eine gute, gute Sache. Dann gibt es hier die Schadensarten. Da können wir jetzt quasi hier in diesem Modul, kann man das alles tatsächlich hier, diese ganzen Werte, die wir hier alle haben, alle mal so ein bisschen durchexerzieren. Denn das nächste ist die Verteidigung. Und hier seht ihr auch schon, es gibt sogenannte EM-Resistenz, Thermalresistenz, Kinetikresistenz und Explosionsresistenz. So, das sind vier Resistenzen, die jede Schilde, jede Panzerung, jede Struktur, alles hat irgendwie eine Resistenz. Und jede Waffe verursacht eine gewisse Schadensart. Es gibt EM, es gibt halt diese vier Schadensarten und in dem Falle sind es bei den Railguns sind es Thermal- und Kinetikschaden. Das sind zwei Schadensarten und um das mal zu zeigen, was andere Waffen so tun, hätten wir hier zum Beispiel mal einen Missile Launcher, ja, der macht tatsächlich gleichmäßig auf das komplette Spektrum irgendwie mal Schaden und dadurch sind tatsächlich Missiles so gut, weil sie eben auf alle Schadensarten gehen und da irgendwie Schaden verursachen. Und wenn man ein Loch in einer der Speziellen hat, machen sie halt natürlich deutlich mehr Schaden. Aber das sind andere Theorien, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Andere Waffentypen, die ich jetzt hier gerade nicht habe, doch hier zum Beispiel die, diese Zerlegerwaffen zum Beispiel, haben hier Kinetik und Explosionsschaden, genau. Also das sind Schadensarten, die man hat und die werden im Prinzip gegen Resistenzen gerechnet und es gibt hier, haben die Schilde zum Beispiel keine EM-Resistenz, 0%, das heißt also EM-Schaden würde auch zu 100% durchgehen auf den Schild. Dafür dann aber bei der Panzerung 50%. Und dadurch errechnet sich, das ist wie gesagt der nächste Punkt, das ist die Verteidigung, das sind die EHP. Überall steht immer EHP und für jeden von euch, der das noch nicht weiß, was das ist. EHP steht für Effective Hull Points, also effektive Hüllenpunkte. Das ist das, was ihr nach Einkalkulierung von verschiedenen Faktoren letzten Endes besitzt. Also ich habe hier eine effektive HP-Zahl von 8076. Ja, also ich habe jetzt hier 2400 Panzerungstrefferpunkte, 2000 Schild und 2200 Struktur. Und jetzt fragt ihr euch, hä, warum, das waren doch jetzt nur roundabout 6000 ungefähr. Ja, warum steht jetzt hier 8000 effektive HP? Und zwar liegt das daran an den Modulen, die ich dabei habe. Ja, ich habe hier zum Beispiel einen Medium Armor Repairer und der repariert 348 Panzerung pro Zyklus. Ein Zyklus sind hier 7,92 Sekunden. Ja, das heißt also knapp alle 8 Sekunden bekomme ich 348 Panzerung dazu. Dann rechnet der, und das ist jetzt dann der nächste Punkt, jetzt steht hier schon mal, das könnt ihr euch merken, Energiespeicher 2 Minuten 6 Sekunden, also 2 Minuten 6 Sekunden durch 8 mal 300, blablabla, kommt man dann irgendwie hier auf diesen Wert. Also wenn ich einen Armor Repairer quasi Dauer durchlaufen lasse und ich entsprechend Schaden bekomme und der heilt das ein bisschen gegen, dann lande ich bei 8000 effektiven HP, die ich habe, aufgrund der Resistenzen und allem drum und dran, das rechnet ihr dann auch noch mit ein.
dass wenn ich dann Schaden reinbekomme und. Also das sind sehr, sehr viele Faktoren und falls ich da jetzt irgendwas blödsinnig erzählt habe, ihr Veteranen unter euch, bitte korrigiert mich, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich bin mir nämlich gerade tatsächlich nicht so zu 100% sicher, ob die Repair-Module da irgendwie mit einspielen oder ob das tatsächlich nur die Resistenz ist. Bin ich mir nicht 100% sicher. Auf jeden Fall effektive HP ist das, was euer Schiff aushält, bevor es tatsächlich wirklich platzt. Also nicht nur der reine Wert. Jetzt hatte ich gerade eben schon hier den Energiespeicher angesprochen und der Energiespeicher ist neben eurem Energiegitter die mit wichtigsten Komponenten, die ihr im Endeffekt irgendwie habt. Also das Energiegitter zu einem, das ist hier dieser gelbe Balken, ja, das ist hier oben ist irgendwann mal voll. Und wenn ich hier drauf gehe, dann kommt Stromnetz, genau, das ist das. Dann, wenn ich bei 535 bin, kann ich keine Module mehr einbauen. Jedes Modul besitzt einen gewissen Stromnetzbedarf. 94 Megawatt sind es in diesem Falle für diese Railgun und 83 für die normale Railgun. Ja, wenn ich jetzt hier halt drauf gehe, dann sind das von 535, das ist hier schon mal ein ganz ordentlicher Strombedarf. Das heißt also, wenn ich jetzt hier auf den Metslot zum Beispiel noch einen Small Nosferatu draufsetze, dann sieht man, hier geht das Ganze hoch, beziehungsweise wenn ich hier noch einen Webber drauf klatsche, dann geht hier der Wert. Na? Ach nee, geht gar nicht, weil der nur ein, das sieht man gar nicht, weil es nur ein Megawatt ist, was er braucht. Okay. Also das verändert sich halt hier das Stromnetz. Wenn voll, dann voll. Es gibt halt auch andere Module, die sind deutlich intensiver und die passen gar nicht in das Gitter von gewissen Schiffen rein. Ja? Also zum Beispiel eine Large Railgun würde ich zum Beispiel hier auf eine Fregatte gar nicht draufkriegen, weil es das Stromnetz gar nicht zulässt. Dann gibt es hier, wie gesagt, diesen Energiespeicher. Der Energiespeicher, ihr habt auch vielleicht gesehen, als ich das Nosferatu hier eingebaut habe, hat sich die Zahl hier verändert. Und zwar verbraucht jedes Modul, das man aktiv betreibt, mit zwei Ausnahmen. Und zwar mit der Ausnahme von Drohnen und Raketen. Raketen, also Missile Launcher und Drohnen, verbrauchen keine Energie, wenn man sie aktiviert. Alles andere verbraucht Energie. Entschuldigung, drei Ausnahmen. Nosferatus verbrauchen nicht, sondern die transferieren Energie. Ja, die habe ich jetzt gerade kurz vergessen. Also Nosferatus besorgen einem Energie, deswegen ist der Wert hier hochgegangen. Wenn ich also mit Nosferatu meinem Gegner Energie absauge, dann erhöht sich mein Energiespeicher und so weiter. Also es ist quasi, man hat 100% Energie, wenn man anfängt. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel meinen Armor Repairer laufen lasse, dann habe ich hier Aktivierungskosten von 112 Gigajoule alle 7,92 Sekunden. Das heißt, mein Energiespeicher bekommt 112 Gigajoule pro 8 Sekunden abgezogen. Und wenn ich hier eine Energiespeicherkapazität von 2566 Gigajoule habe, dann dauert dann das Ganze mit minus 8 Gigajoule pro Sekunde, 3 Minuten, dann ist der ist mein Energiespeicher leer. Und das ist durchaus kritisch, wenn mein Energiespeicher leer ist. Denn wenn ich keinen Energiespeicher mehr habe, kann ich keine Armor Repairer mehr laufen lassen. Ich kann keine Afterburner mehr laufen lassen. Und was viel, viel wichtiger ist, ich kann nicht mehr in den Warp verschwinden. Das heißt also, im Worst-Case-Szenario, wenn man 0% Energiespeicher hat, kann man nicht mehr auf Warp gehen. Das ist durchaus eine beliebte Taktik im PvP, dass man mit Ultra-Neutschiffen, es gibt welche, die haben Bonusabzug hier drauf, man tackelt quasi den Gegner, verhindert da, zum einen, dass er springen kann und dann klatscht man ihm Nosferatu drauf und klaut ihm mal eben kurz seinen Energiespeicher mit 5 Nos oder sowas. Also in EVE Online habe ich sowas auch schon gehabt, dann war dann innerhalb von 5 Sekunden war dann der Cap vom Capacitor war da halt quasi platt, also sowas geht halt auch. Wer keine Energie mehr hat, kann sich nicht mehr verteidigen und stirbt relativ schnell eines tragischen Todes. Zumindest das Schiff, weil man ist ja ein Klon und dann wacht man einfach in der Station wieder auf. Ja, dann fliegt man mit seiner Kapsel weg. Also das ist das Energiespeicher, das ist ganz, ganz wichtig. Das muss man ein bisschen in Balance halten. Und das größte Ziel, was jeder haben sollte, ist ein sogenannte Cap-Stable Zustand. Es gibt einen Zustand, an dem steht hier bei Energiespeicher steht hier unendlich quasi, ja, also unbegrenzt. Das bedeutet, dass die Wiederaufladezeit meines Energiespeichers so hoch ist, dass in der Zeit, in der er quasi hier diese 8 Gigajoule pro Sekunde werden verbraucht und in derselben Zeit, ne, Wiederaufladezeit, ist quasi dieselbe Menge an Energiespeicher mindestens wiederhergestellt. Das heißt also, es müssen mindestens 8,04 Gigajoule pro Sekunde erzeugt werden, regeneriert werden über Skills, Modul oder was auch immer.
um das Ganze auf Null auszugleichen. Und dann spricht man von einem Zustand, wo der Cap stable ist, also eine stabile Energiespeicherkapazität, die es einem ermöglicht, alle Module eines Schiffes bis zur Unendlichkeit, bis zur Zerstörung, dann letzten Endes auch laufen zu lassen. Was gerade im Bereich Mission oder sowas, wenn man dann hier Armor Repairer, Shield Repairer und sowas anhat, Shield Booster, dass man die natürlich gerne durchlaufen lassen möchte, um halt permanent diese ganze Verteidigung halt aufrecht zu erhalten. Also das ist ganz, ganz wichtig. Cap ist eine sehr, sehr wichtige Sache und denkt dran, jedes Modul besitzt hier den Wert von einem Wert X an Gigajoule. Ja, das rechnet das Spiel aber auch aus. Dann gibt es noch zwei weitere Komponenten und die werde ich jetzt tatsächlich nur noch kurz anreißen. Und zwar ist das einmal die Zielerfassung. Jedes Schiff hat eine maximale Anzahl an aufgeschalteter Ziele. Das sind in dem Fall hier 6 Ziele, die man theoretisch aufschalten könnte. Das ist nur begrenzt durch die eigene Fähigkeit, durch Skills, durch den Skill Zielerfassung. Und es gibt eine Radarsensorstärke und Signaturradius und eine Scanauflösung. Das ist auch nochmal ein ganzes. Also es ist richtig, richtig viel eigentlich, was man haben könnte. Und die Radarsensorstärke und die Scanauflösung und Signaturradius sorgen dafür, dass man eine unterschiedliche Aufschaltgeschwindigkeit besitzt. Je höher ein Signaturradius ist, je höher ein Signaturradius eines Schiffes ist, umso leichter ist es aufzuschalten. Wenn ich also nur eine Fregatte habe mit einem deutlich kleineren Radius, also ein Schiff, das kleiner ist, ist es natürlich von einem großen Schiff deutlich schwerer aufzuschalten oder deutlich langsamer aufzuschalten als ein großes Schiff. Also klar, große Schiffe kriegt man immer schneller ins Ziel, ins Visier als ein kleines, was schnell durch die Gegend fliegt. Da im Hinterkopf dann sind zum Beispiel MWDs, also sogenannte Micro-Warp-Drives. Da gibt es dann hier zum Beispiel, steht dann noch ein Wert, Erhöhung der Signatur, des Signaturradius. Dann wird man viel, viel größer auf einmal, weil man so eine Energie-Output hat in diesen Micro-Warp-Drives, dass die Signatur so groß wird, dass man dann deutlich, deutlich schneller gefangen wird. Aber das sind alles Theorien, die behandelt man besser in einem anderen Kapitel. Bemerkt euch einfach, kleine Schiffe langsam aufschalten, große Schiffe schnell aufschalten. Last but not least, und dann habt ihr es auch geschafft. Das ist eigentlich das, was man... Muss man nicht viel erklären, ja. Geschwindigkeit maximal erreicht ein Schiff 266 oder meine Vexor hier 266,8 Meter pro Sekunde, was ich durch die Aktivierung eines Afterburners erhöhen kann und zwar um 124%. Und dann fliege ich nicht mehr nur mit 266, sondern mit sportlichen 500 noch irgendwas. Ich glaube 560 Metern pro Sekunde oder so düse ich dann durch die Gegend. Also das ist ziemlich, ziemlich schnell. Wichtig, eine Sache ist noch wichtig und dann habt ihr es auch tatsächlich geschafft, das ist der Trägheitsmodifikator. Und dieser Trägheitsmodifikator ist wirklich wichtig. Der ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig, denn ein Trägheitsmodifikator bestimmt, wie schnell sich ein Schiff um seine eigene Achse dreht. Wie rum dreht sich denn ein Schiff um die eigene Achse, ne? Fregatten haben einen kleineren Trägheitsmodifikator oder einen größeren Trägheitsmodifikator. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist der Trägheitsmodifikator bei Fregatten und bei kleinen Schiffen so, dass sie sich sehr, sehr schnell ins Warp drehen und dadurch sehr, sehr schwer zu erreichen sind. Wohingegen große Schiffe, je größer die Schiffe werden, umso langsamer drehen sie sich. Weshalb zum Beispiel auch es keine gute Idee ist, mit Frachtschiffen, also sowas wie mit einer Tyra oder mit einer Kryos oder einer Mammoth oder sonst irgendwas AFK durch das Low-Sec zu fliegen ohne entsprechende Gegenmaßnahmen, weil die so lange brauchen, um sich nach Abschaltung der Gate-Tarnung in den Warp zu drehen, dass sie durchaus ein leichtes Ziel sind für Leute mit schnellen Fregatten und Warp-Scramblern, also mit Warp-Unterbrechungsmodulen, die verhindern, dass man dann wegwarpen kann, weil man einfach schlichtweg nicht schnell genug ist. Und dafür gibt es zum Beispiel solche Sachen wie ein Inertia-Stabilizer. Sowas hier. Inertial-Stabilizer heißt das sogar. Also das verändert den Trägheitsmodifikator und dadurch dreht man sich schneller und ist schneller Warp. Apropos Warp, ich finde, mit Warp-Geschwindigkeit geht's jetzt ab zum nächsten. Ich hoffe. Ich weiß, es ist viel, das ist sehr, sehr viel und es ist echt trocken. Es ist halt so ein richtig ekliges Thema. Aber als Basic auch durchaus wichtig zu verstehen, was so Schiffe sind, wie man es ausrüstet, worauf man, also was die Werte eines Schiffes
letzten Endes sind. Und schreibt mir doch bitte, bitte, bitte in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, ob ihr sagt, ah, das war so viel, kannst du bitte den Bereich auf der rechten Seite, also alles, was hier mit den Einzelwerten zu tun hat oder sowas, erklär das doch bitte nochmal ein bisschen kleiner oder diesen einen Bereich, mach da nochmal ein Tutorial für. Schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Ich hoffe dann ansonsten, ihr wisst jetzt, was ihr so, wie ihr so ein Schiff ausrüsten könnt, wie ihr das Ganze tun könnt. Wenn dem so ist und ihr sagt, jawohl, das fand ich gut, dann lasst doch bitte einen Daumen da, abonniert den Kanal auf jeden Fall, vergesst nicht, die Glocke anzumachen, damit ihr nichts verpasst, wenn hier mal wieder ein Video anblinkt. Und ansonsten teilt das Video auf alle Fälle mit euren Freunden, Verwandten, euren Korbmitgliedern und was weiß ich nicht so, alles dem das Thema Eve Echoes gefällt. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Eve Echoes. Ich bin der Simme, fly safe, bis zum nächsten Mal. Ciao.